Willkommen zu einem wundervollen neuen Tag hier bei Animal Crossing New Horizons. Wir sehen schon direkt die erste Änderung hier im Title Screen. Das Rathaus ist fertig, beziehungsweise das Service Center, wie auch immer. Ich begrüße euch aber hauptsächlich deswegen jetzt hier schon mal, damit ich euch während der Ladezeit schon mal sagen kann, das hier wird eine Blockaufnahme, denn ich habe noch Gameplay von gestern, was ich reinschneiden muss, aber dazu dann gleich ein bisschen mehr. Hallo miteinander, hier spricht Tom Luke. Es ist Donnerstag, der 26. März 2020 um 8.26 Uhr. Nun, ihr könnt euch sicherlich schon alle denken, was als nächstes kommt, denn ihr seht das schon. Ganz recht, unsere heutige große Ankündigung. Wie in einer vorherigen Durchsage erwähnt, ist das Service Center jetzt fertiggestellt. Und das ist doch nicht alles für heute. Wir dürfen auch eine neue Mitarbeiterin begrüßen. Ja, wer wird das wohl sein? Na, nur nicht so schüchtern. Es ist bestimmt Tina, die jetzt ihren Laden aufgemacht hat, was? Da ist sie! Hallo, ich bin Melinda. Wie Herr Nuch schon gesagt hat, arbeite ich jetzt im Service Center. Ich habe noch so viel zu lernen, aber ja, ich werde mein Bestes für die Bewohner von Mondonia geben. Melinda hat schon Erfahrung auf dem Gebiet, also werdet ihr sicher eine große Hilfe sein, hm? Ja, aber das war noch nicht alles. Das war immer noch nicht alles, meine Güte. Wir haben nicht nur das Gebäude, sondern auch den Festplatz etwas umgestaltet. Tja, und das, obwohl er nicht mal verhüllt war. Krasse Scheiße, hm? Normalerweise ist der Festplatz für Bewohner und vorbeikommende Händler gedacht. Aber nun wird es dort zu bestimmten Anlässen besondere Feierlichkeiten geben. Ja, das wird toll, ja, ja. Nun, damit wären wir für heute am Ende angelangt. Eine Sache wäre aber noch, dies ist meine letzte Durchsage. Ab morgen wird Melinda euch mit Neuigkeiten versorgen. Ich werde mich bemühen, euch immer auf den Laufenden zu halten und hoffe, dass ihr gern einschaltet. Ja, ja, genau. Neue Mitarbeiter, neue Gebäude, wir wachsen und gedeihen. Schaut einfach im Service Center vorbei, um zu erfahren, was es Neues gibt, hm? Natürlich werden wir noch eine kleine Einweihungsfeier für unser neues Service Center veranstalten. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Ja, das war alles, glaube ich. Bei Problemen werden Melinda und ich natürlich gerne zur Seite stehen mit Rat und Tat, bla bla. Bin ich vor allem auf seine neue Funktion gespannt. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt gestern gar keinen Onscreen-Part aufgenommen, weil, ja, das Service Center war im Bau und es gab sonst halt nicht so viel zu erledigen, wo ich gesagt hätte, jo, das machen wir Onscreen. Ich habe zum ersten Mal eine Gießkanne gecraftet, ich habe entsprechend Blumen gegossen, vielleicht sind heute Hybriden gewachsen, habe natürlich dies und das gemacht und werde euch das alles schön gleich nochmal zeigen. Mein Noobphone klingelt, weil ich habe gestern Nacht noch sehr viel geangelt, also nach 22 Uhr und deswegen haben wir 24.824 Sternis aus der Verkaufskiste bekommen. Geld habe ich sowieso sehr viel gemacht. Was aber das Besonderste ist, das kann ich euch schon mal spoilern, ist das hier der Sternenstab. Was es damit auf sich hat, seht ihr jetzt. Heute geht es mal etwas ungewöhnlicher los, hier bei Animal Crossing New Horizons mit geschönem Hintergrund. Regina kocht gerade und ich nehme jetzt hier gerade eine Tonspur für den Mittwoch auf. Denn am Mittwoch ist eigentlich nicht viel passiert. Ihr seht hier gerade, Tom Luke redet darüber, dass das Service Center geschlossen ist. Deswegen habe ich am Mittwoch nur ein bisschen Gameplay aufgenommen morgens und abends nochmal. Weil halt an sich nicht viel passiert ist, das, was man in den Onscreen-Part packen könnte. Deswegen geht es dann nach etwa 6 Minuten wieder los mit Onscreen am Donnerstag. Aber ich zeige euch nochmal kurz, was wir hier so gemacht haben am Mittwoch. Erstmal sind halt alle Sachen angekommen, die ich bestellt hatte. Hauptsächlich auch die Items aus Pocket Camp. Und mein erster Geldbaum ist gewachsen. Da habe ich ja aus Versehen mal 1000 Sternis vergraben. Ja. Die habe ich dann auch abgeerntet und festgestellt, es gibt dann 3000 Sternis zurück. Das heißt, ja, das war schon mal ein ganz nettes Geschäft. Ja, ansonsten, wie gesagt, habe ich mir dann jetzt mal meine Items angeschaut. Hier sehen wir jetzt erstmal das Campingplatzschild. Ist halt genau wie ein Pocket Camp, auch wenn ich das nie gespielt habe, aber man kennt es vielleicht so ein bisschen. Das wird aber auch nicht lange bleiben, kann ich schon mal versprechen. Ja, mit dem Glückskekswagen, na gut, der steht immer noch so da. Stand jetzt, heute ist Freitag. Ich habe keine Ahnung, wo ich den hinpacken werde. Genauso wenig wie übrigens diesen Spielautomaten, weil das hier wird ja eigentlich das Bad. Oder sollte es zumindest mal werden. Ich habe später noch ein Bügelbrett bekommen, das ist aber nicht mehr, habe ich euch jetzt nicht mehr mit reingeschnitten. Wird man vielleicht dann nochmal hier und da sehen. Fürs Erste hatte ich einfach mal die Nintendo Switch im Animal Crossing New Horizons Style hingepackt. Zusammen mit diesem Automaten da aus Pocket Camp. Und hab mal geguckt, wie die Zypresse aussieht. Hab mich dann aber dafür entschieden, die irgendwo draußen aufzustellen. Aber auch das alles andere als final. Die Elefantenrutsche ist, glaube ich, aktuell immer noch da in dem Haus, weil, weiß nicht, kein Platz dafür. Ich glaube, die wird später mal in so ein Kinderzimmer kommen, wo dann auch die ganzen Bären sind. Ich glaube, das wird ganz gut passen. Joa, so viel dann erstmal dazu.
Dann habe ich noch ein paar Einträge am schwarzen Brett gehabt. Virginia hat hier den Nacho gezeichnet. Sieht aber eher aus wie eine Maus. Das hat der Max auch kommentiert mit schöne Maus. Und der Milplayer hat hier noch Sardellen dran geschrieben. Mit SpongeBob, Patrick, Thaddeus und ein paar Sardellen, die einen Krabbenburger anhimmeln oder weiß ich nicht. Ja, dann habe ich mich tatsächlich mal ein bisschen um die Stadtverschönerung gekümmert und habe meine erste Allee angefangen zu pflanzen mit allen möglichen Früchten. In der Reihenfolge Kirsche, Birnen, Pfirsich, Orange und einen Apfel haben wir halt leider noch nicht. Deswegen habe ich da die Laubbäume erstmal hingepflanzt, temporär. Und habe auch noch den Zugang zum Nathan ein bisschen verschönert. Jetzt habe ich mal ein bisschen vorgespult und da seht ihr jetzt, wie das aktuell aussieht. Wenn die Bäume gewachsen sind, sieht das natürlich noch ein bisschen schöner aus. So, außerdem habe ich dann noch Euphemia getroffen. Das ist eigentlich das Krasseste, was am Mittwoch passiert ist. Darf ich mal fragen, ob du vielleicht auf dieser schönen Insel wohnst? Niklas, korrekt? Freut mich sehr. Mein Name ist Euphemia. Kennst du Eugen, den Leiter des Museums? Ich bin seine kleine Schwester. Ich hoffe, Puschel hat dich... Eugen, nicht Puschel. Ich hoffe, Eugen hat dich mit seiner Redseligkeit noch nicht in den Wahnsinn getrieben. Ja, ich bin jedenfalls hier, weil Eugen mir geraten hat, den Himmel zu beobachten. Aber es ist noch viel schöner, als ich es mir ausgemalt hätte. Jeder Stern hat ein Kunstwerk aus 1000 Edelsteinen. Was meinst du, ob wir heute vielleicht Sternschnuppen sehen? Ein Sternschnuppe heißt, man darf sich was wünschen, wusstest du doch, oder? Naja, also die kommen extra aus dem Weltall, um uns zu besuchen. Die Vorstellung bringt mein Herz zum Flattern. Naja, solltest du mal mit dem rechten Stick zum Himmel schauen und eine Sternschnuppe sehen, dann drück die A, um was zu wünschen. Und ich habe gehört, deswegen kommen dann diese Sternsplitter, die am Strand bei uns chillen. Und jedenfalls hat sie uns jetzt noch eine Anleitung für einen magischen Stab mitgegeben. Durch simples Herumwedeln kann man irgendwas machen. Naja, kannst ja später mal selber ausprobieren. Und ich finde, es macht sich noch viel besser als Geschenk. Also ich hoffe, du baust damit was Schönes. Ja. Das haben wir auf jeden Fall gemacht, das schauen wir uns gleich an. Ich habe ja schon einige Sternsplitter gefunden. Konnte mir deswegen schon so einen tollen Stab zusammenbasteln. Wie wir jetzt gleich sehen werden. So, Sternstab natürlich erstmal erlernen, wie jedes DIY-Rezept. Und das Ganze erfordert, ja, Momentchen. Ein Riesensternsplitter und 3 normale Sternsplitter. Und kleiner Funfact schon mal am Rande. Es gibt ja auch noch hier Fische und Widdersplitter und sowas. Die kann man alle zu ihr bringen und sie erzählt einem dann immer so eine kleine Legende mit griechischen Göttern und sowas. Ist ganz interessant, aber eigentlich auch nicht wirklich viel spannender als das, was Eugen zu sagen hat. Und das skippe ich aktuell immer, weil ich dann doch keinen Bock drauf habe, weil es zu langatmig ist. Ja, habe ich jetzt auf jeden Fall nicht aufgenommen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das auf jeden Fall mal gönnen, wenn ihr solche Splitter habt. Ich habe das mit dem Fisch und dem Widdersplitter halt mal gemacht und ja, da gibt's halt interessante Legenden und Theorien und was weiß ich. So, wenn wir den Sternstab jetzt nutzen wollen, steht da, du hast bisher keine Outfits gespeichert. Was heißt, wir müssen zuerst einmal, da wollte ich erst zum Spiegel, der ist aber falsch, der ist ja nur für die Frisur und ist generell so ein Kopf da. Für die Outfits müssen wir jetzt zu einem Schrank und deswegen bin ich jetzt wieder reingegangen und habe mich dann mal umgeguckt im Schrank, was denn da jetzt so abgeht. Ich weiß nicht, was ich da gerade versuche. Ignoriert das einfach. So, hier. Du kannst jetzt an Schränken Outfits für deinen Veränderungsstab, Blödsinn, bla, Verwandlungsstab festlegen. So. Und das machen wir jetzt hier über... Oh, jetzt habe ich hier normales Umziehen gewählt. Nee, man muss jetzt hier auf dieses Stab-Outfits ändern gehen. Und da wird sich jetzt dann dieses neue Menü öffnen, wo wir jetzt eben ein neues Outfit festlegen können. So, das habe ich euch jetzt mal ein bisschen verkürzt. Ne? Das Outfit habe ich dann Knuffi genannt. Und jedes Mal, wenn ich mich jetzt in dieses Outfit verwandeln will, steht dann da auch Knuffi. Also wenn ihr das online spielt, dann überlegt gut, welchen Namen ihr da wählt, weil er sieht jeder, wenn ihr den benutzt. So, wir haben jetzt das Outfit Knuffi, Olla und noch irgendwas. Wie habe ich es genannt? Chillig Casual, glaube ich. Genau. Chill Casual. Und damit können wir jetzt ganz easy wählen. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter am Donnerstag. So, und ich heiße euch willkommen zurück hier zum Donnerstag. Und ihr hört es schon, neue Musik. Neue Musik. Wir sind jetzt offenbar endlich durch das komplette Tutorial durch, wenn man so sagen kann. Und jetzt scheint es richtige Musik zu geben. Also sind jetzt ein paar fetzigere Instrumente dabei. Da bin ich mal gespannt, ob sich das jetzt stündlich wechselt und wie das alles ist. Und wir bekommen was von der Nuke Inc. Nachricht vom Service Center. Zur Öffnung des neuen Service Centers gibt es Nuke Meilen Prämien.
Und wir können jetzt das 5-fache an Meilen verdienen. Was? Was? Moment. Moment. Was? Moment. ich kann mal gerade mein Meilenkonto zeigen. Das ist ein bisschen voll. 23.980. Ich habe gestern nämlich auch die Angellegende geschafft, aber ich werde euch ja wie gesagt alles schon reingeschnitten haben. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mache, wie lange das dauert. Deswegen seht es mir nach, wenn ich hier noch immer ein bisschen doppelt jetzt erzähle. Und ich habe halt viele Meilen jetzt. Ne? Ein Meilenticket, ja, das nehmen wir gerne mit. Aber was heißt das, du kannst Meilen, du kriegst das Doppelte für Meilen? Ach so, das ist... Okay. Eine Mission hier gibt's wohl doppelt, ne? Also nicht von wegen hier, wir kriegen jetzt das Doppelte für alle Missionen, die wir machen. Das wäre nämlich extremst kacke, weil ich schon sehr viele gemacht habe. Ich lese mir den Brief gerade nochmal durch, nur um sicher zu gehen, aber es sieht so aus, als gäbe es eine Mission pro Tag. Flugmeilen plus... Achso, okay, also es bezieht sich dann wahrscheinlich auch auf die Missionen, ne? Können jetzt außerdem 5-fach Meilen verdienen. Achso, ja. Für die eine Mission gibt es dann 5-fach Meilen. Ja, okay, gut. Ich wollte schon sagen, da wäre ich jetzt ein bisschen, salty gewesen. Wenn es plötzlich alle Missionen irgendwie fünfmal mehr Dinger geben. Holy shit. So. Ja, wir haben dies und das gemacht. Wie gesagt, habt ihr gesehen oder eben auch noch nicht. Und, uiuiui. Ich meine, es ist zwar nur ein Karpfen, aber wir fangen den einfach mal. Ja, ich habe übrigens unten auch nochmal einen Geldbaum vergraben irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich euch das alles zeige, deswegen sage ich es euch jetzt einfach nochmal. Ich habe aber gelesen, dass man angeblich nur 30.000 rausschlagen kann aus einem. Und bei leuchtenden Stellen wachsen die halt hundertprozentig, aber es geht wohl auch ohne. Ich weiß es nicht. Wir pflanzen hier einfach nochmal einen 10.000 Stern in den Sack und schauen, was passiert. Können wir dann jetzt aktuell halt natürlich noch länger nicht sehen jetzt erstmal. Oh, Moment. Das muss man ja... Nein! Ach, fuck it. Na, egal. Dann kommen da halt wieder 3.000 Sternis raus. Ist auch okay. Meine Güte. So, ich würde vorschlagen, ich demonstriere euch nochmal ganz kurz den Sternenstab. Also auch nochmal onscreen einfach. Ich habe mir ja 4 Outfits zusammengestellt. Glaube ich, 4 waren es. Ja. Da haben wir jetzt dieses tolle Menü und dann können wir hier wechseln, zum Beispiel zu Chill Casual. Und dann haben wir die Kleidung einfach direkt an und können auch über das Item... Ja, gut, Moment. Man müsste einfach nur A drücken. auch wieder zu dem Design zurück. Beziehungsweise man kann nur dann zu dem, was man anhatte, zurück, wenn man das auch als vorgespeichertes Design hatte. Das ist wichtig zu wissen. Das habe ich nämlich am Anfang auch verkackt. Ja. Das ist eigentlich alles, was ich euch sagen wollte. So, ich möchte mal kurz nach meinen Blumen gucken, denn ich habe ja hier ein paar Blumen gepflanzt. Ob da denn vielleicht schon irgendwas Tolles gewachsen ist, ist, nee. ist aber nicht. Die Bäume hier wachsen aber alle schön. Das ist tatsächlich schön. Die hier sind offenbar ein bisschen zu nah am Rand. Das ist schade, aber na gut, dann ist es so. Ich grabe aber direkt mal das Fossil aus. Das müssten auch beides Kirschbäume sein. Also ich glaube, ich habe die in der Reihenfolge. Kirschen, Birnen, Pfirsiche, Orangen und Äpfel angebaut. Beziehungsweise Äpfel halt noch nicht. Da stehen aktuell normale Laubbäume. Das sind diese beiden hier. Und diese beiden hier, weil Äpfel sind halt bei mir noch nicht gewachsen. Die hatte ich ja gerade erst vergraben. Aber gut, aber gut. Hier sind... Nee, hier ist eine Orange gewachsen. Okay, habe ich den Baum irgendwie später vergraben oder irgendwas? Ah, ich habe den... Ja, stimmt, ich habe den wahrscheinlich umplatziert, weil ich... weil der nicht gewachsen ist. Hier haben wir auch schon eine kleine Allee gebaut, ne? Ach, es ist schrecklich. Ich hätte echt mich erstmal darüber... Ich hätte erstmal den Schnitt machen sollen für den ersten Teil. Gebe ich natürlich zu, aber es... mein Gott, ich komme jetzt gerade eigentlich auch erstmal wieder aus dem Bett und nehme jetzt natürlich direkt mal wieder auf, weil ich habe Lust, Animal Crossing zu spielen. Es ist halt eigentlich immer aktuell so das Erste, was ich mache, also seit New Horizons draußen ist, erstmal eine Runde Animal Crossing aufnehmen. Danach erst irgendwie was frühstücken oder so, was ich ja sowieso nicht so großartig zelebriere. Aber das ist so das Erste, was ich mache, damit ich danach auch einfach offscreen weiter spielen kann. Weil das ist ja... Gerade mit diesem Announcement ist es immer ganz schön, wenn man das mitnimmt, wenn man irgendwas Neues am Tag hat. Zum Beispiel eben das Rathaus jetzt. Also ich nenne es halt Rathaus, weil es sieht so aus wie das Rathaus. Auch wenn es das Service Center ist offiziell. Hier haben wir den Bambus. Ne? Auch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen erweitert worden, weil ich hier auf der Bambusinsel war. Jedenfalls würde ich sagen, bevor wir irgendwas anderes jetzt noch machen, sollte ich dann doch lieber, ich habe das falsche Item ausgerüstet, einmal zum Service Center gehen, weil wir natürlich alle sehr interessiert daran sind, was da passiert ist. Kiki ist auch draußen. Kümmern wir uns alles später drum. Und wie gesagt, es wird eine Blockaufnahme. Da ich keine Ahnung habe, was wir hier heute alles machen können. Virginia hat schon gesagt, das soll wohl viel sein. Deswegen
ja, gerade jetzt für das Rathaus. Oder check mal kurz mal die Rübenpreise ab. Ich bin neugierig, es tut mir leid, ich bin neugierig. Ich muss gerade mal meine Rübenpreise abchecken. Die waren nämlich tatsächlich ziemlich kacke in den ersten drei Tagen. Es gibt ja immer morgens und dann nach 12 nochmal was. Und ich lese euch jetzt einfach mal vor, seit Montagmorgen, ja. Montagmorgen waren es 54, nachmittags 50. Am nächsten Tag waren es 46 und 42 und gestern waren es 39 und 35. Das heißt, es ist immer weiter gesunken und ja, entweder es sinkt jetzt noch weiter, was ich eigentlich nicht glauben kann, oder wir kriegen heute endlich mal einen Bombenpreis. Das fände ich super. 32. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wie tief wollt ihr denn noch gehen? Dann ist heute Nachmittag wahrscheinlich 30 und dann muss ich einfach den besten Preis nehmen, den ich noch kriegen kann. Ja, top. Gut. Der Kurs kann doch gar nicht mehr so tief fallen. Ey, die wollen mich echt verarschen, die beiden, ne? Ich kaufe auch bei euch jetzt hier nebenbei. Wobei, das Filmset und das nächste, ach, Bastelset und das andere sieht, nee, Set ist das ja. Komm, die kaufen wir. Aber die beiden Dinger da hinten, das sehe ich gar nicht. Also eine Polione brauche ich jetzt nicht und ich brauche auch nicht diesen komischen Shogi-Tisch da. Kann er auch behalten, ey. Wobei der vielleicht ganz cool ist für draußen, aber das ist mir egal. Ich guck mal an, was ihr hier für Blumen habt. Papagei-Tulpe. Ja, die werde ich mir noch mitsnacken nachher. Ne, wäre die Flora-Tulpe dann vielleicht auch mal. Diese Blaufliesenwand gönne ich mir auf jeden Fall mal. Was ist mit der grauen Wand? Schick Teezimmerwand. Möchte ich auch ganz, ganz gerne haben. Und ich möchte vor allem die beiden Holz... Also, das heißt die beiden... Einmal diesen Holz... Nein! Mann! Lasst mich doch... Mann, ich bin so ungeduldig. Ich hätte auf jeden Fall noch gern diesen... Grauplattenboden, das sieht so ein bisschen aus wie der Schachteppich damals. Und ich habe schon viel zu viele Sachen dabei. Ja gut, komm, dann verkaufe ich meinen ganzen Rotz wieder, den ich gekauft habe. Hauptsache, ich hatte ihn. Wobei, habe ich vielleicht sonst noch was? Stimmt, ich habe noch einen Karpfen gefangen, ich habe noch einen Schmetterling gefangen. Genau, genau, genau. Die beiden Sachen habe ich noch wegen Dings da dabei. Euphemia. Ja gut, dann verkaufe ich doch erstmal den. Shit, ich habe doch noch einen... Ach nee, das war der Keulkarpfen. Okay, gut. Haben wir wieder ein bisschen Geld dabei. 8000 Sternis gibt es, vor allem dank Keulkarpfen und dem Schmetterling. Und dann können wir uns das auch definitiv leisten. Auch was den Platz in den Taschen angeht. So. Grauplattenboden hatte ich gekauft, ich weiß es nicht. Nehmen wir einfach, auf jeden Fall einfach mit. Und das Ding daneben auch. So. Dunkelfischgrät-Paket. Ist mir egal, wie es heißt, ich nehme es mit. Und ich hoffe, ich brauche jetzt keinen Platz in meinen Taschen bei dem Service Center. Naja, ich wollte vorhin auf jeden Fall nach dem Aufstehen kurz ein Video von IGN gucken, von wegen 20 Sachen, die Animal Crossing New Horizons nicht erklären. Und da waren halt so Billo-Sachen dabei, wie, ey, guck mal hier, mit links und rechts kannst du Items switchen. Aber die haben da so beschissenes Gameplay für genommen, dass ich mich teilweise schon gespoilert habe. Ich habe auch schon dieses Rathaus hier gesehen mit diesem Festplatz. Voll der Scheiß, ehrlich. Naja, jetzt ist es ja sowieso da, jetzt sehen wir es auch. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt hier abgeht. Entschuldigt. Ach, jetzt sind beide hier. Okay. Sieht noch ein bisschen Wüste im Hintergrund aus. Ah, Niklas, hallo, hallo. Herzlich willkommen in unserem neuen Heimling-Service-Zelt. Zelt. Oh, nee, Moment, das ist ja kein Zelt mehr. Ich sag's immer noch. Wir haben doch jetzt ein herrliches Gebäude und alles dank dir. Ja, ich hatte bereits meine Durchsage gesagt und so, ne? Aber hier, wir benötigen eine qualifizierte Kraft, die sich so um ein neues Gebäude kümmert und so. Also, hätten wir hier Melinda, die diese Aufgabe in ihre fähigen Hände nimmt, so. Dann bist du also Niklas, ja? Tanook hat mir schon so viel von dir erzählt und ich kenne dich doch aus Colorado. Naja, also heute ist mein allererster Tag hier, deswegen werde ich mit Sicherheit noch viel über meine neue Arbeit lernen müssen. Aber es gefällt mir schon richtig gut auf der Insel. Ich werde euch nicht enttäuschen, das verspreche ich. Schön gesagt. Ja, Melinda und ich werden hier die Arbeit aufteilen, damit es gleich noch viel besser läuft. Ich werde mich hier um alles kümmern, was in Richtung Bau, Eigenheim und generell Handwerkliches geht. Und Melinda ist derweil da, wenn du Hilfe im Punkt Inselleben, Betrieb und Organisation brauchst. Ja, das ist eine schöne Aufteilung. Setz dich einfach an den richtigen Schalter und dann kommen wir gedüst wie eine ganze Flotte Dodo-Jets. Naja. Und dank unseres tollen neuen Systems bieten wir nun auch nie gelange neue Leistungen an. Dafür bin ich hier. Genau. Was ist neu hier? Also, da hätte ich nur noch eine winzige Bitte an dich, falls es dir nicht ausmacht. Nimm doch bitte meinen Schalterplatz, wenn du ein Momentchen hast. Unser Service Center ist jederzeit für dich da und für ganz Pondonia natürlich auch. Also komm vorbei, wann du magst. Ich guck vor allem erstmal kurz in die Kramkiste. Oh mein Gott. Ey, immer diese Kartons, ey. Ja, ich hol's mir bald ab. Aber nicht jetzt, ich habe nicht so viel Platz dafür. Wir gucken erstmal kurz ans System hier.
Wir entschuldigen uns dafür, dass das Snook-Portal wegen des Umbaus gestern nicht verfügbar war. Als Wiedergutmachung hält jeder Kunde heute 500 Meilen. Ja, ich wollte schon sagen, ist jetzt irgendwie meine Reihe hier an aufeinanderfolgenden Tagen? Ich konnte ja da nicht hin, ne? Ist ja kein Eigenverschulden. Außerdem wird der Tagesbonus ab morgen berechnet, sodass sie... So, als hätten sie das Snook-Portal 7 Tage plus genutzt. Ja, richtig so. Wunderbar. So, gucken wir kurz in Snook-Shopping rein. Hoffentlich erklärt er mir dazu jetzt nichts gleich und keine Ahnung. Alles ist obsolet, was ich gerade mache. Das japanische Shirt, Konnichiwa. Ne, Moment, ist Konnichiwa nicht chinesisch? Scheiße. Verdammt. Jetzt bin ich, ach Gott, nee, Moment, sorry, ich weiß es nicht. Ich bin da leider nicht so drin. Das Hoi-Shirt finde ich auf jeden Fall gut. Herrlich. So, KK Safari. Mann, die haben immer nur so blöde Lieder. Ich will schöne Lieder. Vielleicht hole ich es mir trotzdem. Ich fände es auch cool, wenn man hier Probe hören könnte, weil den meisten wird das halt nichts sagen. Und manche benutzen es auch als Bilder. Ich meine, kann man auch machen, dafür sind die auch ausgelegt, aber manche verstehen gar nicht, dass das wirklich Songs sind, auch wenn eine Note daneben ist. Und sie denken trotzdem, dass es Bilder sind, weil sie nicht in ein Radio passen. Naja, ich möchte jetzt hier keinen angucken. Gehen wir doch einfach mal zu Tom Nook. Ich finde es schön, dass da hinten jetzt so eine Steckdose ist, wo das eingesteckt ist. Es sind, glaube ich, hier so englische Steckdosen, ne, mit so zwei... Oder sind die überhaupt englisch? Ach, ich weiß es gar nicht. Ist mir auch egal, wir gehen jetzt zu Tom Nook. So, ja, ja. Dies ist der Bauberatungsschalter. Ehe ich hier losberate, lass mich rasch erklären, was du überhaupt bei mir genauso anstellen kannst. Neben meinen bewährten Leistungen stehe ich hier nämlich auch bei Fragen zum Thema Bauen zur Seite. Bauprojekte eventuell. Oh mein Gott. Und ich würde ja auch gerne nochmal eine Brücke bauen, ne, oder sowas. Also das wären so Top-Prio-Sachen eigentlich, mal eine Brücke bauen, eine weitere oder mehrere. Alles, was so ein schönes Inselchen noch fächer, flotter und praktischer macht, jawohl. Also du kannst Brücken errichten, Aufgänge wie Treppen und Rampen bauen und Gebautes versetzen. Oh mein Gott! Jetzt geht's richtig rund, Freunde. Urlaubsvergnügenssteigernde. Lest es selber durch. Alles Urlaubsvergnügen steigernde. Zusatzleistungen. Nee, als. Jetzt macht das auch Sinn. Als Urlaubsvergnügen des steigernde Zusatzleistungen. Das macht immer noch keinen Sinn für mich. Berechnen wir dafür natürlich gewisse Gebühren. Wo du nur eine Bilder, sag doch mal. Was kann ich denn so für dich tun? Wie kann ich helfen? Oh ja, ganz ungeduldig, Details zu erfahren, was? Naja, also, da kannst du schon verdenken. Unser Service Center ist ja jetzt zu einem herrlichen Gebäude situiert. Und den Platz kennst du ja ebenfalls dafür. Ein letzterer wäre wirklich der perfekte Ort für größere Veranstaltungen, wie ich zumindest mal fände. Eigentlich kaum zu glauben, wie aus dem unbewohnten Eiland ein solch schöner, belebter Ort geworden ist. Und genau diesen Umstand will ich Gebühren feiern, weißt du? Also, ich habe Großes vor, glaubst du mir. Gigantisch, Gewalt ist Großes. Naja, erzähl mir mehr. Oho, habe ich etwa dein Interesse geweckt? Ja, dann Ohren auf, denn die Sache ist einfach so einfach wie pikant. KK, den Musiker, ja, hau raus. Um den geht's, den laden wir hier zu uns nach Modonia ein. Und dann gibt er ein Konzert und, Niklas, du weißt doch sicher, wer KK ist, oder? Natürlich, der hat mich in meinem ersten Traum heimgesucht, beziehungsweise besucht. Ist ja jetzt nicht so ein Albtraum. Dein Geschmack spricht für dich, Niklas, mein Gott. Naja, also wenn du schon mal... Wenn bei uns mal Karaoke ist, dann gibt's für mich beim KK-Klagelied auch kein Halten mehr. Okay, also ich bin eher so der ganz allein KK-Liebeslied oder KK-Ballade oder so Typ. KK-Klagelied finde ich jetzt nicht so geil, aber gut, wenn Tom Luke meint. Och, verzeihen den Ausbruch an Begeisterung, ich bin eben ein großer Bewunderer von ihm, naja. Jedenfalls wäre es eine spektakuläre Publicity für Mondonia und, ja, für KK ist es sicherlich auch ganz cool, ne? Nicht, dass unsere Insel jetzt nicht jetzt schon wie ein Juwel der Lebensqualität wäre, aber nun ja, ein KK-Konzert wäre wirklich das Sahnehäubchen auf dem Eiscafé der kulturellen Relevanz. Naja, da wollte ich dich einfach mal fragen, Niklas, ob du mir bei der Sache nicht beistehen könntest. Falls du mehr erfahren möchtest, dann sag einfach, was soll ich tun, ja? Und dann erzähle ich alles. Gut, ich glaube, ich sollte erstmal meine Taschen leeren, damit ich nicht irgendwie mit einem halben Kopf immer irgendwo anders bin, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas tragen muss oder irgendwas. Ist wahrscheinlich komplett... Seht es mir nach. Es ist wahrscheinlich die komplett falsche Entscheidung, jetzt kurz mal rauszugehen, zu meinem Haus zu gehen, zu meinem Lager zu gehen und alles abzulegen. Weil ich gleich wahrscheinlich sowieso Materialien brauche, die er braucht. Also holen muss, die er braucht und dann muss ich sowieso wieder zu meinem Lager. Aber so spiele ich halt gerade. Weil es mir Unbehagen bereitet, wenn hier die ganze Zeit noch Sachen in meinem Inventar sind, die ich eigentlich auch gar nicht brauche. So, die ganzen
Tapete und Teppiche, die ich gekauft habe, gucke ich mir auch vielleicht später mal an, aber noch nicht jetzt. Die Fossilien können wir gerade mal analysieren lassen. Die ganzen Splitter hier können wir wieder ablegen, weil die brauchen wir gerade nicht. Die Muschel schmeiße ich einfach mal mit rein. Ja, das hat ja super geklappt, Niklas. So, Köder brauchen wir gerade auch nicht. Da angeln wir erstmal wieder nachmittags. Das Nähset kommt auch in unser Lager, genauso wie der Filmprojektor und das Eisenerz brauche ich hoffentlich, glaube ich, gerade auch erstmal nicht. Den einen Kescher schmeiße ich auch zurück. Den einen Stock auch. So. Wunderbar. So, so, so. Ja. Dann geht's wieder raus. Dann geht's jetzt erstmal, wie gesagt, kurz zum Museum. Dann lassen wir kurz die Fossilien analysieren. Und habe ich nicht eigentlich noch eine Mission erfüllt gehabt? Oder habe ich das schon geholt? Ich bin mir gerade unsicher. Nee, ich hatte noch was erfüllt, ne? Oh Gott. Da hätte ich auch schon wieder... Oh mein Gott, falsch Tasten. Längst eine neue Mission machen können. Meine Güte. Naja, ich habe jetzt schon so viele Meilen aktuell. Das ist echt cool. Also ich scroll mal gerade so durch. Ich habe mich auch tatsächlich jetzt nochmal dazu entschieden. Also ich habe erst gesagt so, ey, ich will diese Noob-Meilen einfach mal... Ich will einen Überblick haben. Da habe ich eine Excel-Datei gemacht. Also so eine Online... Google-Online-Dokument-Gedöns-Sache. Und habe mir dann gedacht so, ach komm, mach's jetzt eine Datenbank draus und... Da wollte ich nämlich so ein paar Sachen berechnen, zum Beispiel so ein bisschen prozentual vielleicht, was so die nächste mögliche Sache ist, die man so erreichen kann, zahlenmäßig. Wenn ich da was habe, was auch wirklich schon ein bisschen fortgeschritten ist, dann werde ich euch das auf jeden Fall mal zeigen in einem Part. Bis jetzt ist es aber noch nicht so.